Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich präsentiere die Erzherzogin Maria Theresia von Österreich aus dem Hause Habsburg. Mit ihren 20 Jahren ist sie überraschenderweise an die Macht gekommen im Habsburger Reich. Eine Frau tatsächlich, was es so nicht so oft in dieser Welt, in dieser Zeit gab. Und ja, ganz anders als ihr Bruder ist sie nicht die eiskalte Machtstrebende, sondern eine charismatische Verhandlerin. Sie ist fleißig, aber durchaus auch mal sprunghaft und macht was anderes. Sie fühlt mit Menschen mit, ist aber durchaus sehr arrogant und überzeugt von sich, dass sie jetzt als Frau die Habsburger anführt. Ja, und sie versucht aktuell König Dalibor von Böhmen ein bisschen gefälliger zu machen, dass er sich vielleicht doch einem möglichen Kampf gegen den Kaiser anschließt, um die Lehnsautorität zu senken, wobei auch das ihr in ihrem Reich droht, dass ihre Vasallen das nicht akzeptieren mit der sehr hohen Lehnsautorität. Aber das wird sich zeigen. Das wird sich zeigen. Wir bauen hier die Domänen aus. Da hat Maria Theresia natürlich ein immanentes Interesse daran. Ein Verwaltungsvorzug ist verfügbar, ausgezeichnet. Innsbruck ist wirklich herrlich mit unserem Bergwerk, dem Schwarzbergwerk. Das ist echt hervorragend. Die Kultur hier ist ein bisschen anders, genau, aber ich kann die Kultur aktuell nicht ändern, weil wir sind dabei, von Kuretia diese eine Grafschaft Knittelfeld in unser Gebiet einzuformen. In 2 Jahren wird das erfolgreich sein. Und das dann durch Diplomatie. Das passt sehr gut zu Maria Theresia. So, wir werden nicht dem neuen Kaiser huldigen. Das sehen wir erstmal gar nicht ein. Tatsächlich. Ja, und unser Mann, der ist nicht an unserer Seite. Der ist nicht an unserer auf dem Throne sitzend, weil der ist ja selbst König. Wir herrschen also über 2 Königreiche, beziehungsweise bei uns das Erzherzogtum. So, wir empfangen Prinz Franz den Pfähler aus dem Hause Habsburg, der uns ein großzügiges Geschenk macht. Das nehmen wir natürlich sehr gerne an. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. So, ja, hier im Süden könnten natürlich weitere Eroberungen stattfinden. Zum Beispiel der Religionskrieg hier. Und wieso sollten wir das nicht tun? Maria Theresia möchte für Erfolge bekannt sein. Durchaus. Sie war sprunghaft beim Kaiser. Oh, das ist natürlich kritisch, dass sie sich so langsam sammeln. 21 Tage. Hoffen wir mal, dass sie ein bisschen schneller sich sammeln, sonst haben wir jetzt hier ein Problem. Naja, wir haben ein Problem. Verdammt. Aber gut, zum Glück sammeln sich die restlichen Truppen sehr schnell. So, auf da. Sprunghaft das Interesse vom Kaiser verloren und jetzt ein Interesse in Spanien. Ich möchte sie verfolgen. Wir verfolgen sie ebenso. Greifen jetzt hier die Truppen an. Ja, die Schlacht wäre sehr knapp, aber 5000 unserer Truppen kommen noch. Sorgen für eine klare Entscheidung für uns. So, jetzt haben wir hier die Schlacht so gut wie gewonnen. Aber scheinbar haben wir, oh nein, in der Schlacht jemanden verloren. Oh nein, unser Ratsmarschall. Wir haben Graf Grimold von Krems. Der wird das auch gut übernehmen, da bin ich sicher. So, wir marschieren hier hin. Und die andere Armee marschiert mal hier nach Norden, bitte. Der Feind sollte so geschwächt sein, dass wir keine Probleme mehr haben. Verdacht von Zauberei. Naja, wir sind mitfühlend. Wobei der ein bisschen wahnsinnig ist, der gute Mann. Wir lassen ihn frei. So sei es. So, die Armee zieht sich hier gerade nach Norden zurück. Ich hoffe, die bekommen keine Unterstützer. Das kann ja jederzeit in einem Religionskrieg sein. Unsere Dynastie ist weithin bekannt. Wir sind aber schon wieder nicht das Dynastieoberhaupt. Das ist er hier. Herzog Bernhard von Nordgau.
Obwohl wir mehr Truppenstärke haben, kann es sein, dass wir als Frau gar nicht das Dynastie überhaupt sein können? Was, warte mal, stopp. Verlobte können heiraten? Wir haben noch nicht geheiratet? Was? Ja, aber sofort. Ich habe mich schon gewundert, wieso wir hier die ganze Zeit keine Kinder bekommen. Seit 3 Jahren hätten wir, nee, seit 4, 5 Jahren hätten wir heiraten können. Wieso haben wir das nicht gemacht? Verstehe ich nicht. Was haben wir denn hier in unserem Hofe, während in Spanien gekämpft wird? Unter den Füßen von Jean, einem Diplomaten, den mein Verbündeter König Onfray von Aquitanien zu mir entsandt hat, also mein Ehemann, breitet sich eine Blutlache aus. Aufgrund der beachtlichen Menge an rotem Lebenssaft, die von meinem feinen Teppich bereits aufgesaugt wurde, kann ich nur vermuten, dass er schon seit Stunden, wenn nicht seit längerem, blutet. Ich entschuldige mich für die Sauerei. Ich wurde von einem Zwerg durch ein Fenster geworfen, der mich auf meiner Reise nach Wien in einem Gasthaus ausrauben wollte. Da der Dieb meinen Sturz jedoch abfederte, kann der diplomatische Besuch weitergehen. Es wird noch Tage dauern, bis mein Blutverlust tödlich ist. Eiskalter Durchhalte, also eiskaltes Durchhaltevermögen. Was machen wir denn da jetzt? Also, wir sind mitfühlend mit ihm. Wir können jetzt reden. Ich möchte jetzt nicht, also, auch wenn das leider jetzt die Beziehungen mit meinem Ehemann verschlechtert hat. Aber die sind trotzdem relativ gut, also alles in Ordnung. So, wir haben schon die eine Belagerung gewonnen. Die nächste haben wir auch gleich gewonnen. Ah, und Jeanne ist tatsächlich direkt dann gestorben. So viel dazu. Vielleicht reicht schon diese Belagerung für den Sieg. Mal gucken. Jawohl. Ein schneller Krieg, sprunghaft wie wir sind, erfolgreich. Alle Einheiten auflösen. Oh, 22 Entwicklung. 26, wartet mal. 22, 26, wie viel haben wir denn hier? 14. 17. Selbst in Wien haben wir nicht so viel. Also eigentlich muss ich diese Gebiete behalten, rein entwicklungstechnisch. Die sind ja richtig gut. Werden wir die Kontrolle erhöhen. Sind wir natürlich leider über unserem Domänenlimit, aber das ist mir jetzt in dem Fall mal egal. Das bleiben wir mal. Eine hilfreiche Warnung. Ich habe ein Schreiben von König Matthew von England erhalten, in dem wird behauptet, Graf Karlmann, mein Vasall, hätte Unterstützung in einem Komplott gegen mich erbeten. Ich schätze nichts mehr als Treue, schreibt Matthew in seinem Brief. Okay. Der König von England. Karlmann, ja gut, er ist ja auch besessen, das ist allgemeinhin bekannt. Ich werde ihn persönlich zur Rede stellen, würde ich sagen. Ja, wir werden ihn persönlich zur Rede stellen. Mal schauen, was er sagt. Als ich Graf Karlmann den Brief von König Matthew zeige, ist die Antwort darauf zunächst Verwirrung, dann jedoch Zorn. Ihr glaubt, ihm mehr als mir habe ich euch nicht immer treu gedient? Ah, okay, er scheint doch. Probleme zu haben. Ja, wir belohnen ihn für die Treue. Verdammt. Ich dachte, da hätte Matthew recht, der König. Habe ich mich ein wenig getäuscht, muss ich zugeben. So. Wir könnten mal wieder eine Petition beim Lehnsherrn machen, bevor wir uns doch irgendwann bei ihm auflehnen. Ach so, aber wir sind arrogant. Nein, arrogant, richtig. Wir brauchen nicht unseren Kaiser für irgendetwas. Abgelehnt. Abgelehnt, abgelehnt. Gefangene bringen uns ein bisschen Geld, aber nicht viel. Ja, Herzogtum von Mercia. Wenig Kontrolle, da arbeiten wir dran. Weiter geht's. Eine Affäre. Mein Gemahl, nein, meine Gemahlin, Erzherzogin Maria Theresia, ist bei Anbruch der Nacht einmal mehr nicht in unseren Gemächern. Es war in letzter Zeit so Was? Er war so distanziert? Missfalle ich ihm etwa? Hat er einfach nur zu viel zu tun oder vielleicht könnte er ein fremdes Bett wärmen? Ja, hoffentlich nicht. Wir müssen Kinder zeugen. Ich könnte ihn überwachen lassen. Nein, aber ich will ja eigentlich mich ihm annähern. Nein.
Sobald wir jetzt hier die Beziehungen mit dem böhmischen Herrscher verbessert haben, werden wir mal versuchen, ihn zu verführen. Wir brauchen dringend Kinder. Ah! Wo wir beim Thema sind! Er ist doch bei uns geblieben. Ein Kind wächst in meinem Schoße. Mein Gemahl König Ofri wird stolz sein. Gut. Umso besser. Dann hat sich dieses Problem in Luft aufgelöst. Das ist hervorragend. Das ist wahrlich gut. Wir könnten tatsächlich überlegen, ob wir nicht Villach... sind zwar auch viele Truppen, die es dort gibt, aber ich glaube, Villach können wir noch guten Gewissens, das ist jetzt nicht so gut ausgebaut, an jemand anderen abgeben. Im besten Falle wieder einen Habsburger. Der... Was ist mit diesem Welf? Eltern. Herzog von der Steiermark. Das wird also der hier erben, der Konrad. Das heißt, der kleine Welf. Der ist ja auch ein Genie. Der kann mit 9 Jahren sicherlich auch sich um Villach schon kümmern. Und zwar über dem Domänenlimit bleiben wir einfach mal. Das können wir mit der Verwaltung langfristig auch wieder ausgleichen. So, wollen wir mal ein Festmahl geben? Wieso verlieren wir da nur so wenig Anspannung eigentlich? Gut, aber wir machen das jetzt mal. Diplomatisch wie wir sind, versammeln wir alle wichtigen Vasallen unseres Reiches und möchten ein geselliges Beisammensein zur freudigen Mitteilung, dass ich schwanger bin. Maria Theresia. Ah, natürlich gibt es dann wieder Kollateralschäden. Gräfin Richenza. Bürgermeisterin El. Schon wieder diese Bürgermeisterin Elika, die da verwickelt ist. Langsam sehr nervig. Und es kommt schon wieder zur Weinkatastrophe. Aber ich würde sagen... Es müssen alle zusammenlegen. So, jetzt bin ich echt gespannt, ob wir das hier gleich geschafft haben. Und alle Gäste gehen wieder. Das war doch ein schönes Festmahl, auch wenn es ein, zwei Katastrophen gab. Ich lade euch hier mit ein, zwei Festmahl. Oh, wir werden jetzt auch eingeladen. Das ist jetzt diesmal Gräfin Richenza, die wir in Schutz genommen haben bei dem kleinen Streit, den es bei mir gab. Sie trinkt scheinbar gerne. Ich grüße euch, meine Gräfin. Vielen Dank für eure Einladung. Scharfkantige Metallstückchen in einigen Gerichten, Splitter in den Stühlen, kleine Unfälle, die blaue Flecken versprechen. Meine Vasallin Gräfin Richenza am Kopf der Tafel kann sich ein kaltes Lächeln auf dem Gesicht nicht verkneifen, als der nächste Gast Blut auf seinen Teller spuckt. Diese Sadistin! Unfassbar. Wieso bekommen wir denn ein schwaches Druckmittel gegen den... Ich könnte mich um ihn kümmern. Ich werde mich um Berthold kümmern, ihren Ehemann. Wer weiß, ob uns das noch etwas bringt. Ein himmlisches Vergnügen. Ah, was ist das nur für Fleisch? So ein reiches Aroma und dieses Gemüse mit dem kräftigen, beinahe süßen Duft. Oh, und diese köstlichen kleinen Nachspeisen. Dieses Festmahl bietet das beste Essen, das ich je erlebt habe. Ja, wir bekommen eine Leidenschaft fürs Leben. Sehr gut. Wir gehen zurück nach Hause. Alles klar. Leb wohl, Gräfin Richenza, und danke für die Einladung. Das war doch mal ein schöner Erfolg. Oh, mein Sohn und Erbe! Der muss natürlich wieder der alten Tradition wägen. Wie mein Bruder, wie mein Vater, wie mein Großvater heißen. Otto. Otto möge er heißen. Er ist leider kein Genie, sondern nur intelligent, aber das ist in Ordnung. Ein perfekter kleiner Sohn. Prinz Otto von Aquitanien. Ja, ich hoffe, dass er wirklich beides erbt. Das müssen wir nochmal überprüfen aktuell. Er ist ja hoffentlich jetzt auch der Nachfolger hier. Ja, ist er. Gut, gut. Wird er dann offiziell... Was ist denn dann der Haupttitel? Aber eigentlich... Wahrscheinlich ist Aquitanien der Haupttitel, aber den können wir, glaube ich, wieder umändern, den Haupttitel. Ja, wir müssen ihn direkt unterrichten. Wie gut sind wir in der Bildung? Ja, 16. Wir sind gar nicht so schlecht in der Bildung. Das werden wir mal selbst übernehmen, Kind unterrichten. Haben wir auch Kinderartefakte eigentlich? Ja, nicht den Thron von Kalim. Nee, keine Artefakte, die es lohnt, sich ihm zu schenken. Oder von Habsburg als euren designierten Erben auswählen? Was heißt das genau? Der ist doch sowieso unser Erbe, nicht?
Nachfolge. Prinz Otto. Ja. Sollte eigentlich alles bekommen. So, die de jure Grafschaft Knittelfeld. Erscheint, als hätten sich die Bemühungen, die mein Ratsverwalter in der Grafschaft von Knittelfeld zeigte, endlich ausgezahlt. Die Menschen vor Ort haben sich von der silbernen Zunge von Prinz Ferdinand überzeugen und vom Prestige meines Hofes beeinflussen lassen. Mit Unzufriedenheit immer innerhalb der ganzen Grafschaft konfrontiert hat Kaiser Gerold den Weg des geringeren Widerstands gewählt und Knittelfeld abgetreten. Die Grafschaft gehört nun ihrem de jure Lehnsherr, mir. Gut gemacht, Ferdinand. Sehr gut gemacht. Wir könnten die Kultur ein bisschen weiter fördern, die österreichische. Wien haben wir das schon getan. Machen wir das mal in Hohenau als nächstes. Das dauert aber 8 Jahre, meine Güte. Jetzt gehört uns aber auch noch Knittelfeld. Jetzt haben wir schon wieder so viele Domänen. Die Frage ist, wollen wir Knittelfeld behalten? Ist jetzt sieht es nicht so beeindruckend aus, muss ich sagen. Erdwallanlagen oder auch Militäraußenposten. Ich denke, Knittelfeld werden wir jemandem einfach wieder auch vergeben. Wer ist denn dieser Anselm von Habsburg? Sein Vater ist der Prinz Franz. Ah, der hat aber nur ein Kind aktuell. Okay. Verstehe. Ist der nicht in meinem Rat? Ach so, weil Graf Jürgen eigentlich besser ist mit 33. Wie alt ist denn der? Der wird aber auch nicht mehr lang leben. Ich denke, ich werde mich jetzt mal. Ich werde ihm den Ratsposten geben. Dass er ein bisschen. Dass wir die Beziehungen ein bisschen verbessern. So, wie sieht es denn jetzt aus gegen unseren Lehnsherrn? Die Freiheitsfraktion. Ah, jawoll. Ist denn da jetzt auch der böhmische Herrscher endlich dabei? Nee. Aber er hier, Milentia. Aber nicht der böhmische. Den wir eigentlich noch überzeugen wollten. Wieso kann er nicht zum Beitritt gezwungen werden? Ich bräuchte ein starkes Druckmittel, aber das ist auch nicht so leicht zu erhalten. Naja, gut. Warten wir erstmal noch ein wenig. Kniefall, Prinz Ferdinand. Aber wie gesagt, ich wollte ja Knittelfeld jemandem geben. Wen hätten wir denn dann noch? Elmrich? Eltern? Ah, hier, Elmrich von Habsburg. Der ist ja schon erwachsen und ist landlos. Sohn von Herzog Elmrich. Ach so, sein Vater ist noch am Leben. Grafschaft von Neuchâtel, Grafschaft von Bern. Und er hat nur einen Sohn. Und der hat auch wieder nur einen Sohn, verdammt. Das ist natürlich, bringt dann nicht sehr viel. Was ist mit Hugo von Habsburg? Dessen Vater Viktor ist auch noch landlos, aber dessen Vaar Graf Jürgen von der Osta ist einfach nur ein Graf. Hier ist Sigismund von Habsburg. Hat kein Land. Dem Mann können wir es geben. Ach, der ist nicht an meinem Hof. Verdammt, wieso will der nicht an meinen Hof kommen? Minus 5. Könnte ihm ein Geschenk davon überzeugen, vielleicht? Er will immer noch nicht an den Hof, wirklich, obwohl ich ihn gerade. Ich wollte euch doch nur Land geben, mein Freund. Das ist enttäuschend. Dynastieoberhaupt hat sich geändert. Aber wir sind es nicht geworden. Okay, dann gehen wir mal kurz zurück zu Graf Jürgen und Viktor. Dann haben wir hier nämlich noch den kleinen Hugo anstatt von Jürgen. So. Und du, mein Junge, du bekommst jetzt den Titel von Knittelfeld. Hauptsache ist es ein Habsburger, der ihn führt. Das ist für uns das Wichtigste. Es gibt auch mal wieder eine Fraktion, in dem Fall gegen uns. Freiheitsfraktion ist die größte. Hier sollten wir auch mal ein paar Geschenke verschicken. Ist leider sehr viel, was wir dann da verschicken. Richenza. 100 noch. Vielleicht können wir die ein bisschen davon abbringen, dass sie von dieser Freiheitsfraktion, dass sie da wegkommen. Er hier ist somit der Stärkste, der Herzog. Ist der nicht. Ach, der ist nicht in unserem Rat, der gute Mann. Trinkkumpan.
Ich trinke allein in der Taverne, als ich plötzlich sehe, wie sich mein Freund Bürgermeister Borry Wolf an einen anderen Tisch setzt. Rasch begebe ich mich hinüber und wir verbringen den Rest des Abends damit, uns zu betrinken. Trinkt aus! Piraten, trinkt aus. Oh Mann. So, wie sieht's jetzt aus? Ist jetzt der Böhmer auf unserer Seite? Es sind schon wieder weniger. Es waren gerade noch 6 Leute, die auf unserer Seite waren. Verdammt. Und hier sind es auch nur 2 Mitglieder. 8000 Truppen. Aber er ist auch noch stark. Es gibt sogar eine Unabhängigkeitsfraktion, die Ungarn, aber die sind auch nicht so mächtig. Das teilt sich alles zu sehr auf. Schwierig. Diese Ränkespiele, schwierig. Mit der Diplomatie kommen wir auch nicht so recht voran. Kann Vasallen an rechtmäßigen Lehnsherrn übertragen. Dann machen wir das doch. So. Der sollte zufrieden sein, dass er jetzt Vasallen direkt bekommen hat. Ich freue mich, dass ich einen Sohn habe. Jetzt würde ich mich über sehr viele Töchter freuen fürs Haus Habsburg. Sehr viele Töchter. Wäre vorteilhaft. Kontrolle wird weiterhin erhöht. Kultur wird gefördert. Titel eingliedern. Was versuchen wir hier bitte? Grafschaft von Brixen. Ach ja, wir versuchen, dass das offiziell de jure Teil unseres Reichs wird. Eine weitere Nebenlinie Habsburg-Graz wurde geschaffen. Es werden so viele Nebenlinien geschaffen, das glaubt man gar nicht. Eine weitere Fraktion, Bauernpöbel. Hier wurde jemand exkommuniziert. In Ungarn. Ein Mann. Aber wir können ja wieder keinen Krieg führen, nach wie vor, weil der Lehnsherr das nicht zulässt. Ich meine, er sorgt für Frieden im Reich. Aber unsere österreichischen Grenzen sind halt nach wie vor nicht sehr schön, wenn Salzburg nicht Teil unseres Reiches ist. Das ist, denke ich, klar. Das müssen wir langfristig ändern. Und auch Friuli muss Teil unseres Reiches werden. Aber das können wir nicht ändern. Das geht dann einfach nicht so leicht. Eine Kronschmiede. So, wir sind für mehr Zentralisierung. Alcatraz. Finde ich auch nicht schlecht. Alarcon. Kann ich die Hügelfestung nicht austauschen zu was Besserem? Hügelhöfe zum Beispiel. Das verbessern wir hier auch mal. Zur Beeinflussung. Wir versuchen unseren Vasallen etwas zu beeinflussen. Sein Kriegsgeschick. Das Regieren eines Reiches ist sicherlich von Interesse für ihn. In der Meinung, dass ihn nichts mehr reizt als ein gutes Buch. Oh ja, er hat hohe Bildung. Ich hoffe, dass ihm ein gutes Buch reizt. In seiner Antwort unterstützte mein Vasall Herzog Elmerich meinen kurzen Abstecher in persönliche Themen. Es freut mich so sehr, dass er sich ebenfalls für die Gelehrsamkeit ausspricht. Perfekt. Hervorragend. Das ist sehr gut. Gehen wir mal wieder in unsere Ländereien zurück. Bauen hier noch aus. Habe ich nicht Kammersberg jemand anderem gegeben? Ne, das war daneben, Knittelfeld. Bei Kammersberg auch nicht die bedeutendste Domäne ist in meinen Reihen, muss ich zugeben. Kammersberg, das könnte ich auch jemand anderem geben. Befallene Kornspeicher. Dankbare Freie, Volksmeinung. Es geht gerade um Kammersberg. Ja, wir sind mitfühlend, würde ich sagen. Lassen wir das die Kirche ein bisschen erledigen. Ich weiß tatsächlich nicht, ob wir Kammersberg unbedingt behalten müssten. So viel bringt uns das gar nicht. Weil jetzt auch die Kontrolle ein bisschen gesunken ist. Vielleicht vergeben wir das auch nochmal an jemanden. Aber an wen?
Wer ist denn dieser Lothar? Prinz Heribert von Österreich, mein Onkel. Und durchaus ja auch ein Graf verschiedener Gebiete. Da hat. Und Lothar ist ein Erbe. Aber natürlich würde Mangegold auch einen Teil seiner Grafschaften erben. Das ist also nicht die richtige Wahl. Wer ist dieser Engelbert? Ah, ein zweiter Sohn vom Herzog. Aber gut, hier würden ja auch die Grafschaften aufgeteilt werden. Das geht also auch nicht. Wir können dem Herzog auch nicht so viel Macht geben. Nein, nein, da müssen wir vorsichtig sein. Hier gibt es aber noch ein paar weitere. Bitte aber nicht Herrscher aktuell nur mir zeigen. Hier. Der gute Mann. 58. Aber seine Tochter. So. Seine Tochter kann das ja auch erben. Mischkultur wurde hier erschaffen. Das Amt des Stallmeisters ist frei. Ebenfalls das des Hofarztes. Haben wir da jemanden? Alle nur schlecht. Stallmeister. Erhöht unsere Rittereffektivität. Das vergeben wir, das Stallmeisteramt. Hofbaumeister wäre auch mal wieder hervorragend. Ja, der Herzog. Großalmosenier. Der Erzbischof, auch wenn er nur schlecht ist. Und der Seneschall natürlich auch, um die Kontrolle zu erhöhen, ganz wichtig. Sehr schön. So, die Gebäude werden sehr schnell gebaut bei uns. Verbessern wir das hier gleich mal. Das hier wird sowieso alles wieder abgeteilt werden, gegebenenfalls. Falls ich mehrere Kinder, vor allem mehrere Söhne habe. Ein süßes Lächeln. Ah, reizend. Reizend ist der kleine Otto. Kommt nach seiner Mutter. Eine Ratseinladung als Ratsverwalterin nehmen wir erstmal an. Und gleichzeitig haben wir einen Wissensaustausch. Prinz Heribert kam zu mir mit der Behauptung, er habe herausgefunden, dass die Legitimität meines Stammbaums in Gefahr ist, wenn ich nicht handle. Er bot mir an, mir alles zu erzählen, was er weiß, einschließlich aller Namen und Beweise im Tausch gegen einen Gefallen, der später eingelöst wird. Ein schwaches Druckmittel. Einverstanden. Ich muss alles wissen. Nachdem ich die Dokumente durchforstet habe, die ich von Prinz Heribert erhielt, ist mir klar, dass meine Bekanntschaft Conchetta in Wahrheit von Herzog Landolf gezeugt wurde. Ja, und? Na und? Was hat es mit meiner Herkunft zu tun? Fast zum Geier. Wieso wurde ich hintergangen? Herzog Landolf? Ich dachte, es geht um meine Herkunft. Das hätte mich jetzt überrascht, wenn ich nicht eine Habsburgerin wäre, wie es sich gehört. So, zum Schluss hier noch künstlerisches Talent. Mein Höfling Eustach sitzt zum dritten Mal in diesem Monat auf dem Boden, umgeben von verschütteter Farbe und Leinwandresten. Meine Höflinge sind bereits der Meinung, dass er ein künstlerisches Genie ist. Doch die Dienerschaft beschwert sich über das Schrubben. Glaube ich. Er ist aber auch krank, der Kleine. Wir werden seine Veranlagungen fördern. Ja, durchaus. Der Habsburger Hof soll dafür durchaus bekannt sein, auch für die ein oder anderen Künste, die wir fördern. Okay, das war's erstmal wieder mit dieser Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, alles Gute und auf Wiedersehen.